Genau, ich bin jetzt wieder zurück, weil es von Beginn an so als sechsmonatiger Aufenthalt geplant war. Ich wollte dann auch weiter studieren. Ich wollte eben quasi eine projektfreie Lücke mit etwas auch füllen. Wollte dahin, wollte da lernen und wollte dann auch wieder zurück. Also das war von vornherein so geplant. Dementsprechend bin ich dann auch Februar dort abgereist. Wie es jetzt weitergeht oder wie man das Projekt hier unterstützen kann. Also natürlich auch vor Ort, also in Deutschland. Wie schon gesagt, das Schicksal Syriens wird leider nicht in Syrien entschieden, sondern vor allem an den Plenarsälen der Parlamente der Großmächte, die daran beteiligt sind. Und dementsprechend ist es auch wichtig, in Deutschland eine kritische Gegenarbeit zu machen, eine andere Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Genau, und da kann man natürlich auch viel bewegen. Also es gibt, in Deutschland ist es relativ weit fortgeschritten, diese Verbandlung zwischen kurdischer Freiheitsbewegung und der radikalen Linken. Dort gibt es niedrigschwellige Möglichkeiten, sich einzubringen. Es gibt in allen größeren Städten Solidaritätskomitees, die Bildungsarbeit machen, die Aufklärungsarbeit machen. Darüber hinaus sind die kurdischen Strukturen aber selber auch offen für internationalistisches Engagement. Also ich selber bin zum Beispiel auch im Verband der Studierenden aus Kurdistan, auch wenn ich kein Studierender aus Kurdistan bin. Genau, also da gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen auf verschiedensten Ebenen. Es gibt kritische Wissenschaftler, die dazu arbeiten, kritische Medienarbeit ist nötig, genauso wie Basisarbeit, alles Mögliche. Ja.